Ja, hallo, herzlich willkommen zu Bärbelzwohn und Dekoideen. Heute habe ich Großes vor, heute habe ich Aufräumtag. Ich möchte jetzt nochmal so ziemlich alles verarbeiten, was ich jetzt hier so rumliegen habe und mir das dann draußen dekorieren. Mal gucken, was das so wirkt. Zuallererst möchte ich auf diesen, auf diesen Zweig meine Mooskugel so drauf bekommen. Jetzt will ich mal gucken, wenn ich hier ein Loch bohre, ob ich das dann da schon ein bisschen befestigt bekomme. Vielleicht geht das ja schon, wenn ich das hier so reinbringe. Dann finde ich das doch schon ganz schön. Das Ganze werde ich jetzt noch mal ein bisschen, das war live, wieder aufheben, neu versuchen. Also ich habe es hier reingesteckt, jetzt traue ich dem Frieden aber nicht mehr. Jetzt werde ich das anbinden. Hätte ich sowieso ja noch ein bisschen gemacht, aber... natürlich auch ein bisschen schwierig, weil das alles schon ein bisschen porös ist, aber was nicht geht, wird gehend gemacht. Also irgendwie muss es dann immer funktionieren. So, hier auch mal durch, guck mal, wie ich das mache hier. So, es fühlt sich jetzt schon gut an. Einmal so rum. Machen wir hier in der Mitte durch. So. Und dann funktioniert das auch. Wenn ich es noch öfters drehe, habe ich das Ding sicherlich bald in der Hand. Der Zweig ist ja schon ein bisschen älter. So. Jetzt das ordentlich noch befestigen. Das ziehe ich dann einfach durch die Drahtstücke. Ich weiß nicht, ich kann das euch wahrscheinlich nicht richtig zeigen. Einfach immer so, hier ist ein Draht durch. Und wieder zur anderen Seite rüber. Und jetzt kann ich da dran wackeln. Jetzt hält das. So, dann kann ich ja gleich weitermachen. Mal sehen, ob die Idee klappt. So, jetzt habe ich hier mein Schiffchen. Das habe ich ja schon ganz häufig gebraucht. Wenn ihr das jetzt mal seht hier drin, das sieht schon ganz schlimm aus. Also es ist nur noch für außen geeignet. Sonst muss ich das erstmal alles schön machen, aber es hat, das klebt hier richtig fest und somit habe ich schon mal einen Untergrund. Ich möchte zuallererst mir dieses Stück, das habe ich so aus so alten, ich weiß gar nicht, was das war, so gebunden. So ein trockenen Kram habe ich irgendwo gefunden. Den, der biegt sich so schön, den wollte ich jetzt hier so ein bisschen als Rand reinlegen. Mal gucken, ob das auch so funktioniert. Da können wir so Krampen machen und dann kann ich das hier unten ein bisschen festdrücken und auf der anderen Seite auch. So. Jetzt kommt das Wichtigste. Ich möchte gerne den hier rein haben. Den muss ich jetzt auch mal richtig reindrücken. Und der würde natürlich nicht halten so.
das muss ich mir jetzt auch mal festmachen mit Draht. Ja. Ich habe in dem Draht noch ein Gummiband, das ist natürlich ganz schlecht mit einer Hand, aber ich traue mich jetzt nicht, das hier loszulassen. Dann ist das wieder unten. Wird ja nicht besser und das Loch ist dann so groß. So. Ich mache große Kanten von beiden Seiten erstmal. Bisschen schräg rein. Einmal ein bisschen kleiner, ich will das jetzt nicht immer mit der Schere schneiden. So, den habe ich jetzt halbiert. Da muss jetzt richtig was rein, damit das Ding auch hält. Ich könnte das natürlich auch einkleben, aber ich will jetzt nicht kleben. Das muss jetzt auch so gehen. So, ich kann auch ein bisschen Moos in dieses Loch stopfen. Das, umso besser hält das schon. Seht ihr, es wird schon ein bisschen besser. Aber noch lange nicht. So, dass es draußen im Wind auch stehen kann. Guck mal, jetzt wird es schon. Aber ich will hier oben ja auch noch dran rumbasteln. Also es muss schon richtig fest sein. Geht ja sowieso nicht, dass das alles auseinanderfällt wieder. So. So sieht es jetzt schon mal aus. Ich hatte mich jetzt entschlossen, das doch ein bisschen festzukleben mit Heißkleber. So, und werde jetzt erstmal hier so ein bisschen Moos drauf packen. Hier oben. Aber mir fehlt noch etwas. Was mir jetzt gerade fehlte, war ein bisschen Füllung für die Ecken noch. Da habe ich mir jetzt aus dem Plastikmüll ein bisschen Plastik geholt und da reingetan. Und zwar deshalb, weil wenn ich da Zeitungspapier reindrücke, dann ist das ja ziemlich schnell durchgeweicht. Und das finde ich da nicht so schön da unten. Zwar der Kranz hier oben, die Kugel, die ist ja auch aus Zeitungspapier gedreht und da ist aber ja ganz dicht das Moos drauf. So, nochmal ein bisschen. Also, Moos habe ich ja genug. War noch nie so reich gesegnet an Moos. Das ist zwar nicht ganz so schön immer. Manches ist dann so, ja, mit Gras und weil es ja aus dem Garten meiner Bekannten ist, aber ich finde, das ist Natur, das darf. So, jetzt haben wir das alles ganz schön abgedeckt. Mal gucken, wie das da ist. Ne, natürlich nicht. So. Alles ist ausgefüllt jetzt und jetzt drahte ich mir so ein paar Sachen an. Also hier, das habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Da stecke ich jetzt alles rein. Wie man andrahtet, wisst ihr sicherlich. Da brauchen wir ja nicht drüber reden, denke ich mal. Aber ich kann es auch gleich nochmal zeigen. Also, wenn ich ein Blatt andrahten möchte, dann gehe ich immer hier an der Rippe von unten nach oben
andere Seite wieder rein. So. Den Stiel ein bisschen nach hinten und dann drehe ich das ein. So. Dann kann ich das Blatt so einstecken, wie ich das möchte. So, wenn ich ein, wo habe ich denn was hier vielleicht? Wenn ich das andrahten möchte, dann mache ich einfach drumherum und mache das dann runter. So. Und dann kann ich das hier einbringen. Ich habe das jetzt ein bisschen bunter gemacht, weil ich finde, der Herbst ist ja nur noch bunt. Das ist jetzt so ein Zwischending zwischen Herbst- und Weihnachtsdekoration, finde ich, oder Winterdekoration, sagen wir lieber. So, das kommt jetzt hier alles rein, alles was ich so habe. Noch ein bisschen Heide habe ich hier angedrahtet. Die fällt natürlich dann immer so schön. So, guckt mal so, nun sieht das schon so aus. Das ist doch schon ganz hübsch, finde ich. Ist auch komisch, wenn man sich so selber lobt, wenn man sagt, das, ich finde, das ist ganz hübsch. Ja. Natürlich macht das ja auch für mich alleine. Dann muss ich das ja nur schön finden, aber ich möchte es euch ja auch zeigen und möchte ja auch, dass ihr das auch schön findet. Oder die Idee gut findet. Also eins zu eins nachmachen finde ich sowieso komisch. Aber man hat mal so eine Anregung, ach, das könnte man ja auch noch machen und ich habe ja auch noch sowas und dann ist das ja auch in Ordnung. So. So. Ich habe hier jetzt noch so einen Ast. Der verliert jetzt schon die Blätter, aber das macht nichts. Der ist darunter ja auch schön. Also die Nadel. Nadeln. Wenn er keine Nadel mehr hat, sieht er so aus. Aber der hat er noch so schöne. Dann könnte ich auch erstmal noch dranbleiben. So, aber ich kann diese auch gleich mit dran machen. Das mache ich wieder mit einer Krempe, die ich mir selbst gebogen habe. So. Dann kann ich das da unten festmachen. Vielleicht, eventuell. Ach, manchmal geht das immer nicht so, wie ich das möchte. Jedenfalls nicht auf Anhieb. Aber sowas kann man ja auch nicht immer vorarbeiten und mal gucken, wie es geht. Das wäre ja auch schlecht. So, das ist jetzt auch richtig fest. Kann ich noch mal ein paar Blätter, die klebe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen auch noch heile. So. Davon kann ich auch noch ein
eine kleine hier hinten, genau. Aber nur noch ein kleines Blatt. Ich rede mir auch einen zurecht mit Entschuldigung, aber so. So wäre das jetzt bis jetzt. Und nun habe ich mir gedacht, entweder man könnte hier unten so die Blätter so runter an Nylondraht, dass sie so ein bisschen hin und her wehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch so schön finde, weil ich glaube, ich lasse das jetzt so, habe hier noch so einen kleinen Schneemann, den möchte ich auch noch nicht, aber ich habe noch hier zwei Pilze. Die werde ich jetzt erstmal reinsetzen und ein bisschen später, so ein, zwei Wochen später oder so, kann man schon mal anfangen, da anstatt der Pilze irgendetwas anderes reinzusetzen. Ich finde die Pilze so schön, weil, guck mal, die haben so Glitzer da oben drauf. Das ist dann auch schon mal ein bisschen schön. Die klebe ich jetzt ruhig ein, weil das geht auch vom Holz wieder gut ab. So. Einmal. Nochmal. Und dann ist schon wieder eine schöne Herbstdeko fertig, die eigentlich ja nur aus Sachen gebastelt wurde, die, ja, die man schon hatte. Ja, das kann ich auch noch mal da reinmachen. Das drehe ich jetzt einfach. Und rum um den Stiel. Jetzt habe ich den Stiel eingedreht und mache das wieder runter. Dann kann ich das hier schön einstechen. Ganz bis unten und noch mal ein bisschen so hinbiegen, wie ich das möchte. So, aber eine kleine Sache würde ich da gerne noch reinmachen, und zwar noch mal so ein bisschen. Das würde hier ganz gut noch hinpassen. Das ist auch nicht richtig, wenn ich das so reinmache. So, aber nun, so. Das finde ich alles schon ganz schön, da würde ich gar nichts weiter hin machen, da mache ich immer noch ein ganz bisschen restliche Moos oder vielleicht sogar, ja, da kann ich auch noch mal ein bisschen Grün hinmachen, aber das klebe ich gar nicht an, das stopfe ich nur hier unter, das hält. Wenn ich möchte, jetzt könnte ich auch noch diesen kleinen Schneemann daran bringen, aber das möchte ich jetzt gar nicht. So. So sehe meine Resteverarbeitung mit meinem letzten, vorletzten Kram. Da ist jetzt noch so viel, was ich gesammelt habe. Und ich finde immer, wenn ich das sammle, muss ich das auch verarbeiten. Das ist so schade. Man nimmt das da alles mit und dann nimmt man das gar nicht. Das ist doch doof. So. Und das stelle ich mir jetzt schön nach draußen. Ich kann ja nachher hier so ein paar kleine Weihnachtskugeln dran machen oder hier oben noch Weihnachtskugeln. Ich habe so gedacht, ich habe so kleine Sterne, vielleicht mache ich die dann da dran und dann hier auf dem Dings weiter. Ach, man kann ja künstlerisch jede, ja, alle möglichen Sachen machen. Ich lasse es jetzt erstmal so, weil ich finde, jetzt schon so richtig Weihnachten machen, das ist schon ein bisschen doof. Vorbereitung mache ich ja auch schon, das zeige ich euch auch in meinen nächsten Videos.
Aber die richtige Weihnachtsdeko glaube ich noch nicht. Aber man muss ja ein bisschen vorarbeiten, wenn man mehr macht wie nur ein Adventskranz. Ich dekoriere ja ein bisschen mehr und dann kann man das nicht alles in einer Woche noch machen oder so. So viel Zeit habe ich damit. Also bereite ich alles, was geht, schon mal vor. Das zeige ich euch aber dann zwischendurch mal. Also, vielleicht gefällt es euch. Dann freue ich mich natürlich über den Daumen hoch. Und ansonsten treffen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Bis dann, bleibt alle schön gesund, eure Bärbel.